Hallo, Inas Nacht ist wieder da. Also Inas wieder da und die Nacht ist wieder da. Und deswegen ist auch Inas Nacht wieder da. Heute mit Desiree Nick, die ja noch mehr und noch schneller redet als ich. Dann ist heute da die Gottmutter des Punks, Nina Hagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ist Beth Dito mit ihrer Band Gossip dabei. Und ich darf mit ihr singen. Oh! Ich hätte gerne gesagt, es ist eine laue Sommernacht in Hamburg. Leider ist es ein wenig regnerisch, aber bis gleich. Das finden wir ja eigentlich geil. Wir Hamburger lieben das. Hamburg im Regen. Da 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 da. Oh, meine Shanties! Thomas will tauschen! Guck mal. Oh, oh. Ich sprüß auf jede Fensterbank. Ich such den schönsten Mann im Land. Ich sprüß in jeden Männermund. Er muss groß sein und gesund. Wenn ich mit Sahne nichts bewerke, Mann, dann geht auch Bügelstärke. Und das Gute ist daran, dass man sie schneller wieder wegwischen kann. Ich sprüß auf jede Wand. Neue Männer braucht das Land. Ich sprüß auf jede. Ratschlagen machen, aber und? Verfängt man sich ja in den Fischernetzen. Was ich hier schon alles machen wollte und wo drin ich mich schon verfangen habe. Man ist und doch Spagat keine geht auch nicht, ne? Da musst du wieder putzen und den Fleck wegwischen, der dann am Boden ist. Naja. Hast du noch Flecken, wenn du einen Spagat machst? Ja, na klar. Toll. Und wie? Oh, Wahnsinn. Du nicht mehr? Doch, aber ich mache so seit dem Spagat. Dann wer bei uns gleiten die Männer noch aus, wenn wir gesessen haben, ne? Das ist doch schon mal ein schönes Wort zum Anfang. Ja. Was würdest du trinken, Desiree? Ja, Wasser. Wuff. Ja. Prosecco-Leinchen auf Eis oder sowas dazu? Haben wir Aperol? Aperol, dann trinke ich mal ein Aperol. Ich dachte ja, ich mache hier mal auf bescheiden, aber ich halte es ja nur eine Sekunde durch. Ja, aber Entschuldigung. Ne? Wasser, das waren meine guten Vorsätze. Desiree, möchtest du da durchrutschen? Ja. Hier ist die Bügelstärke. So. Gar nicht mehr. Sprüß an, hey, das macht so einen Spaß. Wäre ich jünger, ich wäre ein Spreer geworden, glaube ich. Ich glaube aber, ich hätte immer mein Zeichen überall so drauf gedingst. Guck mal, jetzt habe ich so schöne Schuhe an, ne? Alles für die Katz. Hinter hier warum? So einem Tresen, da hättest du ja barfuß kommen zeigen? Können. Ja, finde ich auch. Also ich meine, yeah! Ich... Aber wir können ja auch ruhig so sitzen. Da ist doch Perlen vor die Säue, ne? Die schönen Schuhe unterm Tresen hat doch keiner was von. Mein Problem ist, dass genau da, wo die Bank ist, sitzt bei mir mein Apparat fürs Mikro, weißt du, da. Ach so. Das heißt, ich müsste vielleicht, irgendwas kann ich mir auch überlegen, so ist doof. Na dann. Ich könnte vielleicht, wenn du so sitzt, mich so zu dir setzen. Ist ja wie auf einem Gebärstuhl, was du hier vormachst. Ne? Dabei kenne ich ja, das gar nicht. Wie so im Mutterschaftsdienst. Warst ne? du so eigentlich? Mutterschaftsvorbereitungskurs. Da war ich ja nie. Warst du eigentlich diejenige, die gesagt hat, ein Kind kriegen ist wie eine Ananas kacken? Nee. Der war... Desiree, unser Getränk kommt bestimmt gleich. Ich hab so einen Durst. Da. Was ist ein Aperol eigentlich? Muss ich mal ganz dumm Weiß fragen jetzt. Weiß ich nicht. Es sieht, hat eine schöne Farbe, es klingt schick und es ist Alkohol Darf drin. Der Rest ist riechen? Doch vollkommen egal. Da riecht auch noch nichts, ja stimmt. Darf ich Prost sagen oder sagst Komm, du was anderes? Prösterchen, ne? Prösterchen. Prösterchen. Was ich ja lustig finde, ist, dass du total konservativ aufgewachsen bist. Das heißt, deine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen. Und, ne, oder? Das ist richtig, da warst du zwei oder drei oder noch drei, kleiner? Ja. Drei, ja.
Und dann bist du in einem Weiberhaushalt mit deiner Mutter, deiner Tante, Oma und so weiter und du in einem Weiberhaushalt quasi aufgewachsen. Ungefähr 6 Frauen. Ja, Gott sei Dank, dass ich kein Junge gewesen bin. Ne? Ich wäre heute bestimmt wie Loriel London inzwischen. Meinst du? Ja. Also da hätte es kein Entrinnen gegeben. Obwohl ich muss sagen, wenn man heute über einen roten Teppich geht und sich anguckt, ja, wie die Weiber zurechtgemacht sind, die Promis auf dem roten Teppich, da ist ja gar kein Unterschied zwischen Transen und denen. Ne? Die sehen ja alle gleich aus. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wer stärker geschminkt ist, ne? Frau Koludowich oder Loriel London, da ist kein großer Unterschied. Ne? Nein, echt! Sind ja heute alles Halbtransen. Also irgendwo, alles wird hochgeschnallt, alles, würde mal sagen, wenn sie nach Hause kommen, nach ihren Partys und zu Bett gehen, da müssen sie vorher aber alles raus und runter nehmen. Aber schnallst du nicht auch hoch? Nein, das ist so geschnitten, das Kleid. Ach so. Siehst du doch. Hast du Lust, mit mir noch mal ein ganz bisschen zurück in Kindheit, Mama und so weiter zu gehen? Ja, ich beantworte jetzt deine Frage. Sehr konservativ, du bist mit Häkeln, Stricken und Sticken aufgewachsen. Würdest du mir mal das Körbchen rübergeben? Ja. Und das finde ich ja auch so wahnsinnig. Man denkt, du kannst nur über Männer und Penisse reden und sowas. Und deine, nein, aber wenn man überlegt, wie deine Programme heißen, was du erzählst, dieses Programm, was mich damals, das fand ich so wahnsinnig, Hängetitten Deluxe, wo diese Plakate doch immer überall aushingen, das ist doch total mutig gewesen. Ja, und dennoch ist mein Leben voll von phallusfreien Philosophien, wenn es sein muss. Ne? Ist es so. Das heißt, es war doch dann irgendwann so, dass du nicht genau wusstest, was du machen sollst. Ja. Dann zu Hause sehr erzkonservativ aufgewachsen, viel in die Kirche gegangen und geschickt worden. Ja, ich bin ja Religionslehrerin auch. Ja, ne? Das hat sich irgendwann ergeben, nachdem du dann, glaube ich, aus London wieder da warst. Ja, mein Stiefvater war Philosophieprofessor, ne? Und da war eigentlich die Geisteswissenschaft war in unserem Haushalt eigentlich ein tagtägliches Thema, ne? Ja. Und da war das ganz natürlich, dass man sich diesen Dingen widmet. Und meine Mutter war ja Schauspielerin. Ja. Und da war auch das Theater und die Kultur eigentlich auch ein ganz alltägliches Thema. Das habe ich erst hinterher gemerkt, dass Leute sowas dann Bildungsbürgertum nennen oder die kommt aus einem gebildeten Hause. Also für mich war das alles Normalität. Was anderes gab es gar nicht. Ja? Das ist wie wenn man zu so einer Artistenfamilie sagt, die immer irgendwie als Schlangenmenschen leben. Mensch, du bist ja gelenkig. Du bist wie Tabuch. Oder so. Man könnte jetzt einfach so stricken und einfach zuhören. Das ist toll. Aber deine Mutter, du sagst, sie war Schauspielerin, die hat doch für dich ihren Schauspielerjob aufgegeben und wurde dann, irgendwas, was wurde die denn da noch? Die war dann bei der Deutschen Post, die war Beamtin. Da ist dann die, zur Post gegangen. Ja, aber war die nicht geknickt fürs Leben, dass sie dann eine Postliesel wurde, nachdem sie eine Schauspielerin wurde? Und du lässt jetzt hier lange raushängen und sie ging für dich zur Post. Die fand das, ja, das war so die Version, die man dann in, wenn das Mädel das Zimmer mal nicht aufgeräumt hat oder frech wurde, erzählt. Ja. Ne? Aber eigentlich war es auch nicht ganz so. Denn ich will mal sagen, weil wir hier unter uns sind. Ja. So gute Schauspielerin war sie auch nicht. Ich würde mal sagen, ein Mensch, der ohne seinen Job nicht leben kann, der macht das nicht. Für den ist das keine Option. Aber weißt du, wenn du die See liebst, ne? Wenn du die See liebst und du wirst da immer nass, ne? Und das ist immer scheiß kalt und da ist immer Schietwetter und dann kommen auch keine Fische mehr und du kriegst ja nur ein paar Kröten für die Fische und alles geht zurück. Wenn du sie liebst, gibst du den Job nicht auf. Okay, weißt du, was ich meine? Ja, wenn man dein Job! Ich möchte sagen, wenn man etwas liebt, dann sagt man sich über die Malaisen oder die Narben oder die Wunden oder die Schmerzen, die man davon trägt, einfach, das gehört dazu. Ist so wie in der Musik. Wenn du vollkommen unmusikalisch bist, wirst du niemals die Schönheit einer Bandsonate begreifen. Verstehst du, weißt was ich sagen du, was wir jetzt immer machen? So lange, bis du alles gesagt hast, dann darf ich ganz kurz so machen, dann darf ich die nächste Frage stellen. Ja, aber ist hier eine Talkshow oder ist es eine Schweigeshow? Aber die geht natürlich auch nur eine Stunde. Also, dass ich nur eine geht natürlich auch nur eine Stunde. Also, ich muss dir mal sagen, dass sich eine wundert in einer Talkshow, dass der Gast spricht. Ne? Das ist ja auch eine ganz neue Dimension. Du, ich will eigentlich mit dir ein bisschen auf deine Bücher kommen, die mich extrem amüsiert haben. Du hast, glaube ich, 3 oder 4 mittlerweile schon geschrieben. Und eins bin ich sehr hängen geblieben und habe das in der Wanne durchgelesen, weil das so super war.
das mit denen, was unsere Mütter uns nicht erzählt haben. Heißt das so? So was ähnlich. Unsere Mütter uns verschwiegen haben. Ja, war ein Bestseller. Mein erster war, gibt's ein Leben nach 40. Gibt's eins? Wenn's keins gäbe, wäre das Buch ein schmales Heft. Und wir wären beide nicht mehr da. Ja, und rat mal, was ich jetzt, gibt's was nächstes ein Leben Jahr über 50? Ja! Schreib jetzt alle 10 Jahre ein Buch. Und den Titel, der könnt ihr ja mal kombinieren. Wer ist hier der Schlauste, ne? Wenn man das dritte Buch schreibt, hat man denn im ersten und zweiten nicht schon fast alles irgendwie auch geschrieben und so? Das ist ja die Kunst, dass man auch aus sich selber immer mehr rauspresst, ne? Wie bei so einer ollen Zitrone. In meinem Lieblingsbuch hast du jedenfalls geschrieben, war ein Thema, was Frauen von Männern lernen können. Das fand ich ganz schön. Unter anderem, dass Männer sich nie entschuldigen, wie Frauen immer. Also mein Ziel, aber entschuldige mal, 1000 Mal besser aus. Da sieht man ja gar nicht. Weil du häkelst ja. Nein, ich strick. Entschuldigung, so. Natürlich, guck. Und du doch auch. Aber wie sieht denn deins aus? Naja, weil die Wolle ist kurz, so dünn wer für die Nadel. Für Adelsfamilien ist mit Stricken aufgewachsen. Ich hier, Bauernhof, Kühe melken, kann aber trotzdem noch warme Schals. Die dicken Nadel. Ja, du hast ja auch recht. Das sieht man erst. Jedenfalls hast du gesagt, Männer würden sich immer nicht entschuldigen. Frauen würden sich sogar noch beim Türpfosten, gegen den sie laufen, entschuldigen. Männer würden sich nie bei irgendwas fragen, nur wer hat den Türpfosten hingebaut. Naja, der Unterschied liegt ja natürlich in der Natur der Sache. Guck mal, der liebe Gott hat doch zuerst den Mann erschaffen, nicht wahr? Ja. Und dann hat er seine Fehler korrigiert und er erschuf die Frau. Findest du eigentlich unsere Jungs aus dem Shantikon? Süß, ganz zauberhaft. Müsste man mit auf Tournee nehmen. Ne? Ja. Und ganz so, entzückend. Wäre das denn auch so deine Altersgruppe, die für attraktiv. Dich in Frage käme, oder suchst du eher jünger? Ich stehe ja so auf Männer aus der eigenen Generation. Ne? Aber wieso? Ja, aber wie bitte? Du bist Mitte 50, ne? Nein, ich bin jünger. Da zählt jedes Jahr. Da zählt jedes aber Jahr. Du hast doch irgendwie. Wenn man 52 ist, dann ist man nicht Mitte 50. Aber du arsch. Anfang 50, ne? Anfang so, 50. Aber man findet einmal, dass du 56 bist, dann finde ich das irgendwo, hast dass du nirgends gelesen. Da reiche ich sofort Klage ein. Ich habe gelesen 56, 53, 49. Was stimmt denn jetzt? Ja, es kommt drauf an, wie alt die Zeitung ist, in der du nachgekommen bist. Ja, es war immer so rumgegoogelt, weißt du? Ist doch eh alles scheißegal. Nein, aber ich bitte dich, wenn jedes Jahr 15 Monate hätte gesetzt den Fall, dann wäre ich 35, ne? Sag ich mir immer. Ich finde, das sieht so lustig aus, was du da strickst. Ich schmeiß mich weg. Guck mal, ist das wirklich ernst? Ja, ist das? Das wird ein Mantel. Tja, man muss ja mal anfangen, du. Du, was Frauen von Männern lernen können, außerdem sagst du noch, Männer würden ihre Figur nie zum Lebensinhalt machen. Findest du nicht, dass sich das auch ein bisschen geändert hat? Ich finde, die Männer sind total eitel geworden, was dick und dünn sein und so angeht. Ja, durch die Metrosexualität. Das liegt auch am Fußball. Also, weißt du, weil ich glaube, nein, echt, weil solche Typen wie David Beckham. Sag ruhig Tüten. Nein, David Beckham oder der Ronaldo, ne? Die leben natürlich ein Männerbild vor, was sich dann die Leute natürlich auch so, was die Leute animiert. Man weiß ja manchmal wirklich heute nicht mehr, wenn da Leute über Spielfeld rennen, ob das jetzt der Sanitäter ist oder der Stylist. Aber ne? Wer will denn einen, ganz ehrlich, wer will denn einen Ronaldo im Bett haben? Ach, der wird ist doch Mädels. Niedlich. Ich finde, zum Angucken ist er erstmal Figo ganz Figo zum Beispiel. Ballerköchchen. Ja, aber siehst du, diese Fußballhelden, die ja heute sehr eitel sind, mit ihren Hairstyling, ne? Also man kann ja manchmal wirklich die Spieler nicht von der eigenen Spielerfrau unterscheiden, ja? Strähnchen wie Lassie, geföhnt bis zum geht nicht mehr. Treten bei Regenwetter gar nicht mehr an, aus Angst, dass der Kajal verläuft. Und es ist, haben Ohrringe, da hätte man früher gesagt, sind Tunden. So, der war schön, ich möchte bitte wieder doch ein Bier haben. Ich krieg das nicht runter, Frau Müller. Ist das nicht auch sehr strong gerade? Der Aperol? Schmeckt eher wie Aperol mit einem Spritzer Dings drin, aber das ist schon, ist mir zu stark. Ich lasse es mal als Geschmackskorrigenz da so stehen. Und geht auch wieder sehr aufs hanseatische Bier zurück, bitte. Hui. Macht auch betrunkener als mein Bier, merke ich. Fühlst du dich betrunken? Irgendwie. Ja, auch ich brauche eigentlich keinen Alkohol, um gut drauf zu kommen. Ich stehe nur auf körpereigene Sekrete. Du
Wort ist noch eine Rubrik, in, was ich auch ganz toll. Dankeschön. Oh. Du hattest noch die Rubrik drin, die 10 größten Lügen zum Thema Liebe. Aha, was ich auch was total. Hab ich denn da ja, das sage ich dir mal so ein bisschen. Aber ein Punkt zum Beispiel: junge, schöne Frauen haben mehr Chancen. Als, ja, das ist ja die größte Lüge als, überhaupt. Ne? Als wer? Naja, wenn man sich als, nur mal beispielsweise. Nicht schöne? Nein, aber es geht ja nicht nur nach Schönheit. Was Männer suchen, ist ja ganz was anderes. Ne? Hast die du wollen auch gesagt, eine Frau, die sie versteht. Sie wollen eine Frau, die ein Kumpel ist. Mein Lieblingssatz. Was Männer wirklich in der Liebe suchen, ist ein Kumpel mit Titten. Das fand ich so schön. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das war der schönste Satz. Ganz ehrlich sagen, das würde ich mir gerne im Bogen über mein Bett spritzen. Entweder ficken für den Frieden oder wahlweise. Da sticke ich dir. Ich bin dein Kumpel mit dir. Ja. Da sticke ich dir. Das finde ich ganz schön. Mhm. Ist der von dir? Kann ich sonst natürlich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, es waren viele so Sätze in deinem Buch. Deswegen sind die, deine Bücher sind Wie sehr lustig. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin jetzt im Moment 44. Ach so, aber ja, dann kommt ja das Buch, gibt sein Leben nach 50 bald für dich in Frage. Ich muss mir jetzt erstmal das 40er ganz durchlesen, weil ja. Ich habe mehr an dem und, als an dem. Da muss man natürlich, muss ich sagen, an diesem Punkt des Lebens wird natürlich Figur auch immer mehr in den Mittelpunkt drücken. Ich war ja früher eine Elfe, habe zwar immer noch dieselbe Figur und man denkt, na, die sieht noch ganz gut aus, aber es macht dünn. Mehr Anstrengungen. Es kam früher von selber. Leicht, easily. Und heute muss man dafür kämpfen. Und nein, das ist der Unterschied. Ne? Ich finde, der beispielsweise Unterschied ist wie bei Iris Berben. Ich ne? will auch mal was sagen! Ja. Ja. Nein! Ich will auch lieber! Ich finde, das Schlimme ist, dass man merkt mit den Jahren, wie der Grundumsatz zurückgeht. Das heißt, ja. du bleibst so, darfst aber immer weniger essen, immer natürlich, weniger. Man muss und es ist im Moment so wenig, dass ich sage, nee, so möchte ich nicht leben. Das ist nicht man besonders muss immer toll. Mehr investieren, um denselben Level zu halten. Immer ist mehr schon rasieren schwierig. Und immer mehr zupfen. Iris Berben, ja, Iris Berben, die gilt ja als schönste reife Frau, die sagt ja, man soll Wasser, Ananas und Ballaststoffe und Schrot essen. Aber was habe ich davon, wenn ich Wasser, Ananas, Ballaststoffe und Schrot fresse und die letzten 15 Jahre meines Lebens auf dem Klo verbringe. Ne? Ist ja auch kein Ding. Und die Judy Lind. Und Judy Winter, die hat ja im Alter von 65 Jahren angefangen, jeden Tag 10 Kilometer zu laufen. Jetzt ist sie 75 und keine Sau weiß, wo sie steckt. Ne? Also es, ich finde es auch wird der dramatisch. Aufwand ist es wird dramatisch. Ich weiß auch immer gar nicht, wie die Frauen es schaffen, so viel Zeit zu investieren. Jeden Tag stundenlang Sport und hierhin und dahin und hier zum Yoga und da. Das. Ich könnte das zeitlich überhaupt nicht schaffen. Ja, ich halte ja gar nichts von Health Food. Ganz im Gegenteil. Ich brauche wie bleibst wirklich, du denn fit? Na, ich brauche alle Konservierungsstoffe, die am Markt sind. Ganz einfach. Man kann doch nicht mit 53 so toll noch in seinem Körper sein und so toll noch aussehen. Wieso? So sieht 50 heute aus. Das ist die heutige 50? Ja, da bist du ja. Schon privilegiert, glaube ich. Ja, wieso? Wodurch denn? Vielleicht, weil du doch ein bisschen, weil du vielleicht nicht 4 Kinder hast, sondern nur ein Kind. Und, ach, ja. Weil ich vielleicht nicht verheiratet bin, alles alleine auch mache. Das, ich, weil ich keine auch. Putzfrau habe wahrscheinlich, ne? Immer schön noch vorne übergebückt, scheuern zwischendurch. Vielleicht, weil du auch das Geld hast, dir teure Kosmetik zu leisten. Habe ich ja nicht. Hast du nicht? Du nee. Bist doch reich. Nein. Bist du nicht reich? Gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin bedürftig. Ja, wirklich. Ja, wenn das mal nicht so ich habe doch die Arschkarte. Ich habe doch die Arschkarte gezogen in Deutschland. Besser verdienende Alleinerziehende, Gruß an Frau Merkel. Ne? Aber die greift sich ja auch nur noch einen Schritt, um ihre Gebärmutter zurückzuschieben. Ne? So! Weißt du, was das Geile ist an meiner Sendung? Nee. Wenn ich eine Band ganz, ganz geil finde, ne, und Riesenfan bin, dann rufe ich die an und mache mir einen Spaß und frage, ob die in die Sendung kommen. Und dann habe ich noch mehr Spaß, wenn die sagen, natürlich. Und deswegen begrüßt man mir Gosse! Hey! Kommt hier mal. I don't believe it. And I'm so proud. I never thought that you really will come when we invited you. Why not?
because you're so tall and your music and your voice tall. And the songs. And you said I can sing a little bit with you, my absolutely favorite song. You might have to sing the whole song because my voice is kaput. Because you sang so much. Yeah, on tour. So you pick up where, you pick me up. Oh no. You fill in the blank. I start singing, then you sing, and I sing a little bit and with And then you. I stop singing, then you sing the rest. Hey, sing my best beat. Okay. I just take off my shoes because it's so high. Me too. Then we are like this. Mine are low, but I hate to wear yes, shoes. And it hurts. So, I just hate say shoes. Say hello to my tooth. Hello, hello, we have the same nagellack. Hello. Hello, how are you? Oh, my voice, it's tonight, it's not so good because I did too much concerts. Okay, so let's sing. Okay. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never can be without you. It's true love, it's a cruel back there. Don't tell my mom. Here comes trouble. I trust you. It's already been done. Undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it. Make me sound better. Dankeschön, danke. Dankeschön.
the refrain, I always sat at home when I hear your music and thought it's like an orgasm. Really? Yes. You listen to the first. You listen to the first lines and then you think, yeah, it comes now. In a second. Orgasm, or what it's like to bite into a cheeseburger. Yes. Oh. Which one? Oh, to smoke a joint. Which one is better? Okay, Beth. Mary Beth. That's me. Yes. Will you come on the bank? I will. On the seat here. Is there room for us? Have a little talk. Is that like church? Band. Don't look Was into it? My skirt. Is it okay? The drummer, she wants to have a little drink, yes? Yeah. Hannah wants a beer. Drink. Yeah. A beer for the drummer, ein please. Ein Bier, bitte. Ein Bier, bitte. Ein Bier, bitte, genau. I don't you know. Can say, ein Bier, bitte. Ein Bier, bitte. Yeah, that's not so hard. Ein Bier, bitte. Ein Vase, bitte. Mm. Do you drink beer? Nein. Nein? Nein, danke. What are you drinking? Wasser, bitte. Water? Yeah. Always, all the time? Mit Gas. Ever? No, I like whiskey. Yes, in the morning. And in the morning? No. Oh, just in the morning. I like to get really wasted, and so by the time the night rolls around, I'm hungover. Oh, we can put this away. Mary Beth. That's me. I've sweat as you sweat in this moment, but you shit on it, okay? yeah, I don't care. If you don't care, I don't care. Ah, that's great. Thank you. Oh, yeah. Yeah. And then when I said, do you know something, gossip is coming in my show, everybody said, no! Gossip! You have to ask her, and then I did a little book because they I'm excited, asked, don't get me beat up. Okay, most of the time came the question, do you have a girlfriend? Yes, she's here. She's here? Yes, she is here tonight. They don't let's see. Oh, hello. We can say hello. You can have a beer with us. Hello. Hello. What's your name? What's your name? Kristen. Hey, so I thought that you always have to stay at home and waiting for her. Oh, no. No, you go with her on tour. Yeah, yeah, and I help her. Since how long do you stay together? We've only been together a little bit. Yeah. Okay, all the girls in Germany would say, oh no, another girlfriend, oh no. No, surely not. I look like I'm crying, no. But I'm like, God, Kristen, I love you so much. And you bought a house in Portland. It sounds a bit spießig. Was ist ein Wort für spießig? Spießig? Common. Yeah, very common. Yes? Yeah, I'm not rich. Oh, like you. She was asking me whether I'm rich. She's asking everybody. Yeah, she always thinks she gets you know so rich. She wants to marry rich. She's trying to marry rich. Why? She's looking for somebody with money, I suppose. Yeah, I know. Watch out. She was asking me. Goes the whole rummel sometimes on your sack. It's not really good. It's a real good English. It means, sag mal bitte, der ganze Rummel auf den Sack gehen. Wie übersetzt this man? Is not even real. No, it's, yeah, it's real. This is I wrote it down. Deutsch-English mashup. Yes. And shall I translate? Yes, please. Is all the attention, does it fuck you up? Then they see the whole world. My shanty boys. Shanty town. Shanty boys. Do you know a shanty? Something like rolling home, yeah. Rolling home, rolling home, across the sea. That's not German. Rolling home to my sweet Hamburg. Rolling home, come back to me. They don't know the words. Yes, they don't know the words. I know the words. I have a very peinlich question now. I'm ready. I'm a bit ashamed of it, but somebody don't asked worry me, about me. I'll just be over here with my a friend of mine out. Read somewhere when you were a teenie and you were teeny. A teen. Oh, okay, you were afraid about your coming out as a gay, and yes. Then your pubic hair get gray overnight. I read no, that. No, no, no. It was an interview. When I was around 17, my eyes are burning out. When I was around 17, I had a nervous breakdown, but it wasn't because of being gay. I think a lot of things had happened. My aunt had just died. I just like moved out of my mom's house, and all my best friends had moved 3,000 miles away. So I just looped around, and I was really alone, and there was nothing to like reflect who I was. And then
I just lost my speech for 3 months and half my pubic hair turned white. Yeah. Oh, really? Yeah. And both comes back? Yes. The gray was gone? Oh, your eyes. Can you see how red they are? Okay, then... I'm having troubles. The gray hair goes away, they disappear, and the voice comes back. Yeah. Oh, my glasses. Oh, my shades. Yes, it's great. You feel better? Do I look like Lady Gaga? Do I look like Lady Gaga? Yes, it's a bit like Lady Gaga. Do you like Lady Gaga? She copied off it. No, I love Lady Gaga. Do you want to hear the song I made up about her? My German song? No. Well, it's not about her. It just goes like this. Da da danke schön, da 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 danke schön, da da danke schön, da da danke schön. The German television watchers there. Deutschland ist mein Lieblingsland. Danke schön. Yeah! Tschüssi! Grüße! Bye bye, Hanna. Thank you. Bye. Seid ihr auch so berührt? Ja. Ich bin emotional aufgewühlt. Jungs, das wäre so wie für euch, wenn Heidi Kabel reinkäme, wisst ihr? Habt ihr schon Bierdeckelchen fertig? Ja! Ja, immer ja damit! Dankeschön! Ne, wir setzen uns da oben auf, das ist zwar eigentlich unschicklich, machen wir jetzt aber so, Desiree. Oh, da muss man noch als Stuntfrau auch noch arbeiten. Ach. Hättest du sowas gern gemacht, als Stuntfrau oder so gearbeitet? Nein. Ja, wenn ich mein eigenes Kochbuch rausbringe. Du willst nicht wirklich... Das wird verfilmt, na klar. Ach Gott, Desiree, wen würdest du in die nächste Staffel ins Dschungelcamp schicken? Sabine Christiansen, Alfred... schon mal gut. Alfred Biolek. Ach, ehrlich? Ja, die Größten der Großen, die jetzt langsam abdanken. Ne? Auch so rausgeflogene Politiker und sowas. Ne? Was ist schlimmer für dich? Morgens ungeschminkt von vorne oder beim Shoppen in der Kabine von hinten? Das ist auch schön. Wie wäre denn ungeschminkt von hinten? Das ist mir am vertrautesten. Sammelst du irgendwas? Briefmarken, Topflappen oder Herrenschlüpfer? Ganz, ganz viel sammle ich. Ich sammle Herzen und ich sammle auch alte Stiche und ich sammle keine Porzellan-Pierrots, aber ich sammle Operettenschallplatten und natürlich Schuhe. Was kann Ihnen die Sprache verschlagen? Das will ich auch mal wissen. Ach, na, da gibt es doch ganz viele zwischenmenschliche Dinge. Ja. Jetzt mal nichts Emotionales, sondern auch mal jemand, der... Na, aber emotionale Dinge können mir die Sprache verschlagen. Und besonders liebe Dinge. Liebevolle, romantische, emotionale Dinge. Romantische Sachen verschlagen mir die Sprache. Welchen Mann würdest du gerne mal, in diesem Leben unbedingt noch begegnen? Ich hätte nichts gegen George Clooney. Warum Frauen, das ist so eine leider voraussehbare Antwort immer. Ist der wirklich so scharf? Nein, aber der erfüllt ein ganz bestimmtes Klischee und beinhaltet vieles von Dingen, die ich persönlich ganz sympathisch finde. Wahrscheinlich ist es auch ein Kotzbrocken. Ne? Man kann ja nur von dem urteilen, wie er so rüberkommt, wie er sich darstellt. Viele Menschen sind ja ganz anders und wenn man die dann kennenlernt, dann ist man überrascht oder im Gegenteil. Wahrscheinlich ist es bei dem nur heiße Luft. Aber sagen wir mal, wenn er das erfüllt, was er so projiziert, dann würde er mich schon interessieren. Weißt du was, ist das nicht toll? Ich sehe jetzt schon, jetzt machen wir es einfach mal so, unseren nächsten Gast, Nina Hagen! Nina, ich brauche meinen Ton, ich habe noch ein Lied für dich. Ich wollte dich eigentlich mit einem ganz schönen Lied reinholen. Darf ich das trotzdem noch mal eben singen? Wenn ich ein Junge wäre, auf einem Motorrad, ich hätte mehr Verkehr und führe durch die Stadt. Der Text stimmt nicht, ist egal. Würde in die Schwulen ziehen gehen und den hübschen Jungs die Köpfe verdrehen. Ich hätte viel mehr Verkehr, wenn ich ein Junge wär. Wenn ich ein Junge wär, das wäre wunderschön.
dann könnte ich jeden Tag in langen Hosen gehen. Und käme ich abends spät nach raus, mach mir kein schwarzen Drama daraus. Ich hätte genug Verkehr, wenn ich ein Junge wäre. Soll. Desiree Nick, dann Best Dito und jetzt auch noch Nina Hagen. Ich bin fertig. Immer besser. Du hast deine Gitarre mitgebracht. Ich würde aber sagen, die stellen wir noch mal kurz hin und talken erst ein bisschen. Ne? Ein bisschen reden. Was möchtest du trinken, Nina? Oh, Wasser oder was mit Sprudel oder ich so. Ich hab so halb Mineralwasser, ein bisschen Sekt und einen Spritzer Aperol. Wie heißt das? Ja, so heißt es. Fand ich lecker. Ist wenig Alkohol, aber sehr erfrischend. Oh, darf ich ein Stück schneiden? Probier doch das mal und sag das ja oder mal nein. Das habe ich zu Silvester sowas getrunken. Hoffentlich vertrage ich das. Ich habe das noch nie getrunken und das fand ich jetzt sehr erfrischend. Cheers! Das nehmen wir. Peace in the Valley. Das ist toll. Magst du wieder darüber rücken, Desiree, und wir wo gehen mal. Ich würde mich jetzt in die Mitte setzen. Genau, du wieder hinten rein. Ich mit dich und du kommst zu mir, Nina. Yo, people, das sind deine Leute da draußen. Huch, der totale Weiberabend heute, wie geil. Hat auch was, ne? Kannst du stricken, Nina? Nee, aber ich kann häkeln. Ich habe immer so Gebärmütter gehäkelt. Weil andere Sachen kann ich nicht. Es ging immer von selbst rund und dann was. Ich finde das ganz toll. Turnbeutel. Weißt du, dass ich das auch immer mache, dass ich mir Sachen in die Hand schreibe? Wenn mir eine Zeile fehlt und ich weiß, es wird immer die Zeile sein, die ich weiß. Ist die Zeile überhaupt? Und die fällt dir dann ums Verrecken nicht ein, die muss in die Hand. Ja, und ganz ich wichtig, weiß, dass ich es alleine nicht schaffe. Yes. Ich brauche immer Hilfe von oben, von der higher power. You understand? Du bist schon direkt, aber du bist schon direkt beim lieben Gott, wenn du hier ja, bist. Ja, und ich war auch vorhin, habe ich Best Ditto im Fahrstuhl getroffen, immer auf dem Weg nach oben. Hast mit du dein Strickzeug noch? Nein. Guck mal da. Es ist jetzt alles rausgezogen. Jetzt magst du nicht mehr? Nein, weil es ist kaputt gegangen. Es ist alles rausgezogen worden. Ja, es ist aber auch jetzt nicht wirklich... Guck mal, aber ja, es ist fast schon eine Bettdecke. Ne? Ja, mein guck mal. Meins ist fast schon ein Taschentuch, würde ich sagen. Ich glaube, ich brauche meine Lesebrille. Ich sehe, weißt du, dass wir was gemeinsam haben, Nina? Das finde ich ganz toll. Wir sind beide evangelisch reformiert und in Niedersachsen getauft. Ja. Oh, Wahnsinn. Nur ich war eins. Und du jetzt erst, ne? Ja, ich war 54. Und sag mal, in welchem Ort war denn das jetzt? Wo denn in Niedersachsen? Man hörte man Schüttorf bei meinem wunderbaren Friedenspastor Kalle. Wir sind die Vorboten der Zukunft. Wir schreiben Bücher, wie wir die Welt verbessern. Weiß Kalle das alles, ja. Kalle hat das Buch geschrieben, ich habe das Vorwort geschrieben. Ach so. Vorboten der Zukunft, wie wir die Welt verbessern. Aber das finde ich, du bist ja schon, sagst du, du hast ja diese tolle Biografie geschrieben. Ne? Ich würde immer Begegnung sagen, aber die heißt... Meine Glaubensbekenntnisse. Die Bekenntnisse, so heißt es, genau. Und da steht, dass du schon mit 3 Jahren allein in die Kirche gelatscht bist. Ja. Toll. Ja. Mit 3? Ja. Alleine? Das war das Schönste, was es gab sonntags morgens. Die Eltern haben immer so lange gepennt und hatten eine Alkoholfahne. Und wir Kinder, Elke Lindemann und ich aus dem Parterre, meine beste Freundin, wir sind in diese kleine Kirche an der Ecke. Und diese Atmosphäre hat mir unheimlich gut gefallen. Es war so anders wie beim Pionier. Nachmittag, da wurde irgendwie, aber da wurde du, hattest du mit auch gesungen, aber andere Lieder. Wolltest du eigentlich als Kind schon Sängerin werden? Ja, bestimmt. Also frühestens ab dem Moment, wo ich in Boltenhagen die Treppe runtergefallen bin, eine Gehirnerschütterung hatte und ganz lange im Kinderkrankenhaus liegen musste. Und dann kam meine Mutter jeden Tag und stand in der Tür mit ihrer Gitarre und hat ein Lied nach dem anderen gesungen für alle Kinder. Und da war ich so stolz auf diese wunderbare Frau, die meine Mutter war. Und da habe ich gedacht, so toll wie meine Mutter will ich auch mal werden, dass ich den Kindern ganz eins nach dem anderen vorspiele. Deine Mama hat sich aber deinem Vater dann scheiden lassen und dein Vater hat dich immer gefüttert und da durftest du immer alles essen und bei deiner Mutter musstest du relativ früh schon Diät machen, hast du geschrieben. Ja, manchmal war auch die Küche zugeschlossen, weil ich war beim Kinderballett immer die dickste und dann hat meine Mutter gesagt, Kakao gibt's über der Woche nicht, weil bei meinem Vater am Wochenende, da habe ich sogar Moskauer Eiscreme gegessen. Das wusste Mutter aber nicht, oder?
Naja, die hat sich immer gewundert, dass ich keine Gewichtsabnahme vorweisen kann. Und deswegen hat sie dann irgendwie über die Woche auch öfters mal die Küchentür zugeschlossen. Aber ich meine, wenn man Hunger hat, dann tut man sich ja auch selbst versorgen. Mhm. Das müssen wir übrigens alle machen, die deutsche Bevölkerung. Wir müssen uns selbst versorgen. Weil die Discounter, die da, nee. Themensprung jetzt, oder? Nein, ja. Doch. Na, und auf jeden Fall habe ich da gebunkert. Ich hatte das Essen in den Regalen stehen. Bei uns zu Hause gab es kein lebendiges Brot. Wie gesagt, die Küche war abgeschlossen. Das heißt, dann bist du auch noch aus der FDJ geflogen? Das muss ja auch eine Katastrophe gewesen sein. Nö, damals war ich schon stark genug und wusste schon, dass die nicht in der Wahrheit leben, dass die heucheln und lügen. Und, das durfte man doch nicht sagen. Na doch, ich hab mir die Freiheit genommen. Weil Wolf Biermann halt mein Stiefvater wurde, durften die Kinder sowieso nicht mehr mit mir sprechen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war es mein sehnlichster Wunsch, in die Freiheit zu gelangen, irgendwann in den Westen. Und deswegen habe ich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ich wollte ja schon gerne, dass sie mich rausschmeißen. Dann warst du schon total aggro und anti, ne? Und wolltest bis nach Polen rüber irgendwann später dann? Ich wollte über Polen nach Westdeutschland abhauen, weil ich dachte, mein reicher Onkel in Westdeutschland kann mir helfen. Aber der wollte sich mit meinem Vater nicht verscherzen und deswegen hat es nicht geklappt. Mit Vater oder Ziehvater Biermann? Mit deinem Vater? Mit meinem leiblichen Vater. Der echte Bruder von meinem leiblichen Vater. Aber hat denn nicht die DDR damals schon gesagt, ey, die geht jetzt irgendwie nach Polen und dann will die rüber machen? Das wollen wir nicht. Haben die nicht schon irgendwas gemacht? Du bist ja einfach so wieder zurück dann in die DDR. Ich habe in dem Moment, wo ich in Warschau ankam, in Ostberlin angerufen und habe gesagt, hallo Mama, ich bin jetzt im Westen. Ich melde mich, wenn ich eine Wohnung gefunden habe. Und dann dachte ich mir, jetzt fahnden die nicht nach mir. Also du wolltest unbedingt in den Westen, 76 war es dann soweit, und bist mit Wolf Biermann rüber. Hinter Wolf hinterher. Nach Hamburg, ne? Und ich bin dann nach Hamburg, über den Tränenpalast. Aber inzwischen in Ost-Berlin habe ich etwas ganz Einmaliges erlebt. Und zwar bin ich gestorben auf dem LSD-Trip und habe Gott um Hilfe gerufen. Aber das war doch in Amsterdam. Nein, das war in Ost-Berlin. Ich war 17 Jahre alt. Und seit diesem Tag renne ich rum in Ost-Berlin und erzähle jedem diese Geschichte. Und dann habe ich es allen erzählt und dann musste ich in den Westen, damit ich diese Geschichte, wie mich Gott gerettet hat aus tiefster Not, dann auch im Westen überall rum erzähle. Aber jetzt bin ich in Deutschland angelangt und erzähle jetzt auf meiner Lesereise jeden von dieser wunderbaren Offenbarung, die ich hatte, schon als 17-Jährige. Diese Nahtoderfahrung damals, habe ich ja gedacht, das wäre in Amsterdam gewesen, als damals der Hermann Broth, den ich jetzt mal gegoogelt habe, der ja ein geiler, scheißengeiler Sänger war. Begnadeter Künstler. Aus. Ein ganz begnadeter Rocker. Och, der war wunderbar. Der hat auch wunderbare Songs geschrieben. Und der war auch ein ganz lieber Mensch und so. Und aber bei dem, wo ich nach Amsterdam kam, da wurde ja ein Film gedreht. Und ich war in dem Film mit dabei. Aber da gab es Drogen, nur Drogen, Drogen, Drogen. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Wie bist du denn von deinen Drogen eigentlich immer wieder weggekommen? Richtig Entzug gemacht? Du hast doch da auch und eines Tages habe ich nur noch 45 Kilogramm gewogen nach ein paar Wochen in Amsterdam. Und ich habe ganz furchtbare, schizophrene Stimmen in meinem Kopf gehört. Und mir ging es so beschissen wie noch nie. Und da habe ich eine ganze Nacht lang durchgebetet und Gott um Hilfe angefleht. Mit meinen Freunden zusammen in so einem besetzten Haus in Amsterdam. Und als ich am nächsten Morgen ohne diese beschissenen Kokaingeister in meinem Kopf wieder frei aufwachte, in der Freiheit, ohne mehr. Und da habe ich dem lieben Gott versprochen, ich fasse das Zeug nie wieder an. Wo warst du denn karrieretechnisch eigentlich, als du in Amsterdam durch warst? Ich finde, wir sollten mal für diesen Drogenentzug in Amsterdam mal einen Applaus machen. Und mit Gott um Hilfe rufen. Ja, mit aber Gottes Hilfe. Wo warst du denn damals so karrieretechnisch? Ich habe diesen Film dort mitgemacht und ich habe den Vater von meiner wunderbaren Tochter dort kennengelernt. Der war denn der Gitarrist bei Hermann Broth, ne? Nein, der war ein freier Gitarrist, der war auch mal bei Hermann Broth in der Band. Okay. Der war auch in anderen Bands und der war ein wunderbarer Singer-Songwriter und ein ganz begnadeter Gitarrist. Und der hat bei mir vorgespielt und der ist in meine neue Band reingekommen. Wir haben eine Band gegründet, uns verliebt bis über alle beide Seelenohren. Und dann habe ich festgestellt, dass der Ferdinand drogenkrank ist, dass er süchtig nach Heroin ist. Und da habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt und haben versucht, ihm zu helfen.
Und ja. Nicht geklappt. Es hat kurz geklappt. Er war clean für fast ein Dreivierteljahr. Und dann hat er leider in New York City im Chelsea Hotel, diesem berühmten, berüchtigten Chelsea Hotel, mit der deutschen Sängerin Nico, ist er wieder rückfällig geworden und hat sich wieder voll gepumpt. Und das war für dich denn auch mal Punkt, dann das zu beenden? Du warst nein, schwanger, ich habe immer noch Cosma, weiter gehofft, ihm zu helfen. Aber ich war schwanger mit Cosma und er kam dann erst kurz bevor Cosma auf die Welt kam nach L.A. Er war die Zwischenzeit dann in Europa, weil ich habe das nicht ausgehalten, mit einem Junkie zusammen zu leben während der Schwangerschaft. Und er kam dann aber, bevor Cosma auf die Welt kam, und er hat sie dann auch im Arm gehalten, wo sie geboren war. Aber leider war er, ja, war es ganz schlimm, und so haben wir uns halt trennen müssen. Und aber das war alles nach der Zeit, du hattest doch diese fabelhafte Nina Hagen Band. Was ich nie kapiert habe, ist, warum habt ihr euch eigentlich getrennt, du und die Band? Es lief doch wie Sau. Es lief doch so toll. Du, die Musik in unserer Welt läuft immer wie Sau. Es gibt wunderbare Musiker überall auf der Welt. Nicht nur in der Lokomotive Kreuzberg bei der Deutschen Kommunistischen Partei, wo meine Musiker herkamen, die Nina Hagen Band. Die waren alle halt bei der DKP, diesem Anhängsel von der Ost-SED. Die haben sich später noch als Spliff, kennt jeder. Und es waren halt, wir haben uns nicht wirklich verstanden. Und wenn man Probleme hat in der Gruppe. Ganz doof. Deswegen singen wir jetzt. Willst du mal aufstehen und ich mit auf? Darf ein bisschen mitsingen, da freue ich mich natürlich wieder. Du hast. Ach, guck mal, du hast Gitarre jetzt dabei? Ja. So, dann setze ich mich mal hier hin. Ist das eine ganz. Oh, wie süß, was hast du denn da? Das sind lauter kleine Sicherheitsschlüssel. Wo hast du die geklaut oder sind das deine? Das hat der Künstler, der mir die Gitarre verkauft hat, der hat das so gemacht. Die Gitarre gab es so, die gab es gar nicht anders. Ich dachte, das wären so alle Hotelzimmer. Ich wollte eine normale Gitarre haben, gab es aber nicht. Nee, die hat 12 Saiten. Ist schwer zu spielen. Ja, ich liebe 12 Saiten. Und das Lied, was wir jetzt spielen, das habe ich jahrelang gehört. Elvis Presley singt das auf seiner Triple-CD Peace in the Valley. Und das ist dabei und das ist so ein richtiger Elvis-Fetzer. It's a bit a country song, würde ich sagen, oder? Country Gospel. Country. Andi, du singst Gospel auch mit und ich sing auch ein bisschen mit. Wir versuchen es mal dreistimmig. It's Southern Gospel. Okay. Lord, help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Lord, help me smile, another smile, just one more smile. You know I just can make it on my own. I thought that I could get by myself, but now I know I just can't take it anymore. And with a humble heart on a bended knee, I'm begging you please, Lord, help me. Come down from your golden throne to me, to lonely me. I need to feel the touch of your tender hand, yeah, yeah. Remove the chains of darkness, Lord, let me see, oh, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself, but now I know I just can't take it anymore. With a humble heart on a bended knee, I'm begging you, please, help me. And
Elvis. Wenn man das mal überlegt, Nina, diese Musik, die wir jetzt so gerade machen, wenn ich das überlege mit deiner früheren Punk-Zeit, wie du dich musikalisch... Yes, it's a bit gospel punk. I did with the Leipzig Big Band Traditional American Jazz because with the Berliner Capital Dance Orchestra Traditional American and German Swing. I'm a singer without the gospel. It's like a singer without a voice. Ja, dann setzen wir uns mal wieder auf die Bank. Amen to that. Wenn ihr Fragen an Nina habt, schön auf die Bierdeckel schreiben. Wir sammeln es gleich wieder ein und fragen uns dann weiter. Deine Stimme ist ja echt ein Phänomen, ne? Ja, ich war die immer schon so ein Phänomen? War die mit 12 auch schon so ganz tief? Und nein, aber ich habe als kleines, also als junges Kind noch, unheimlich gerne andere Sänger nachgemacht. Das war quasi Teil von meiner Schule. Ich habe zum Beispiel John Baez, so toll gefunden immer. Die amerikanische Friedensprotestsängerin. Und die habe ich nachgemacht. Und ich habe James Brown auf dem Tonband aufgenommen, aus dem Radio. Und ich habe die nachgemacht. Ich habe Janis Joplin aufgenommen. Ich habe das mit Lautschrift abgeschrieben, was die gesungen haben. Weil ich konnte ja noch kein Englisch. Ich hab ja nur Russisch in der Schule gehabt. Und so habe ich singen gelernt, dass ich meine Lieblingssänger mit denen einfach mitgesungen habe. Und genauso mache ich es heute auch. Du bist ja so wahnsinnig gläubig. Hast du mal überlegt, ins richtige wahnsinnig Kloster? Gläubig. Ja, ist ja toll. Aber ins Kloster zu gehen und die Welt ist mein Kloster. Ja. Ja. Ich war mal in einem Kloster und habe Novizen da besucht. Und das hat mich so begeistert, dass ich einen Tag lang, und ein Tag kann lang sein, unbedingt ins Kloster wollte, weil die einfach auf alles verzichten. Die verzichten auf Haare färben, Haare waschen, anmalen. Haare waschen? Naja, die haben Haare färben. Nee, anders. Ich meine Haare, nein, Moment, Haare färben. Im Kloster ist was los. Die haben sich so von allem abgewandt und die waren einfach in sich so geruht. Und dann war für mich so die Frage, ob die nicht eifersüchtig sind. Die lieben ja alle Jesus. Du ja auch, ne? Und die auch. Naja, wir lieben alle den lieben Gott. Wie auch immer die Menschen einen Namen für Gott haben. Aber ist es denn wirklich so, dass du sagst, du willst nie wieder einen quasi menschlich-weltlichen Mann haben, der aus Fleisch und Blut ist, sondern Jesus ist dein Mann in deinem Leben? Never have sex again. Pass mal auf. Nee. Körperlich Sex meine ich so. Nein, brauche ich nicht. Nein, danke. können wir uns nicht darauf einigen, dass wir alle richtig happy sind, wenn wir in der Liebe baden? Hello, can I hear something? Kommst du mit hier rauf? Kommst du auch mit hier rauf, Daisy? Bitte. Nina? Ja. Baby? Würdest du dich mit dem Hintern da setzen und ich mich da und Desiree da und wir machen noch ein wenig Fragen? Nur freilich. Oh, jetzt habe ich deinen Haufen hier gerade. Gitarren statt Knarren. Kommst du hier rauf? Well. So habe ich mir gedacht, wie drei Hühnchen auf der Stange. Okay. Dass wir hier so sitzen. Schwupps. Ich hoffe jetzt, ich habe hier den richtigen Haufen gerade, aber das glaube ich schon. Ja, genau. Oh, toll. Ja. Du, jetzt haben die Leute ein bisschen Fragen für dich aufgeschrieben. Nina, würdest du eigentlich manchmal auch einfach einen Tweedbläser und eine Bluse anziehen? Ja, habe ich auch bestimmt mal gemacht, wo ich meinen Sohn von der Schule abgeholt habe. Da warst du doch verkleidet, ne? Ja. Da dachten ja alle, die kommt heute verkleidet. Ja, ne? Ja, weil mein Sohn hat mir den Auftrag gegeben, ich soll mich normal anziehen. Ha, oh. Und was hat er denn, als er dich gesehen hat, normal gesagt? Hat er sich gefragt? Oder war er dann doch eher irritiert? That looks great, Mom. Oh. Hier weiß ich nicht, wo es anfängt. Sind dir heute manche Sachen peinlich, die du in deinen Punk-Jahren mal gemacht hast? Nein. Mir ist gar nichts peinlich. Je ne regrette rien. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das kann ich nicht lesen. Machst du all deine Haarbuschel? Haarbuschel? Was sind denn Haarbuschel? Die ganzen Haare hier immer. Ach so, und die machst du selbst? Nein. Nee,
aber die kann man kaufen. Ich hab die Haare schön, Meinst du, du hast die längere Zunge als Desiree? Wer von euch kommt an die Nase? Naja, ein bisschen. Sie hat mehr trainiert hier. Das kommt vom Singen. Die hat den Rachen ganz offen hier. Aber wer kommt denn mit der Zunge an die Nase? Kommst du an die Nase? Ja, das glaube ich. Das wusste ich vorher. Das ist aber auch nicht so viel Platz dazwischen. Ein Satz für die Liebe von dir. Oh, die Liebe. Die Liebe ist das größte und höchste Gebot auch Gottes an uns Menschen, dass wir uns lieben sollen, uns selbst lieben, unseren Schöpfer lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Wow. Aber Liebe nicht mehr als uns selber, ne? Nee. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht mehr. Nein, bitte nicht. Nicht mehr. Oh, nee, bitte nicht. Oh, ihr seid euch so einig, du katholische Religionslehrerin. Wir machen jetzt einfach mal ein kollektives Halleluja. Wir sind zu Ende mit unserer Sendung und wir machen einen Hamburg, sag mal Tschüss, Kinders. Und in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss. Nina, it was a long night. Oh my God, I can't imagine. I can't imagine. And when the saints it was so awful. Go marching in. When the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. Saints go marching in. When Hamburg saints go marching in. When Hamburg saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. When Hamburg saints go marching in. Mal beispielsweise. Nicht schön? Nein, aber es geht ja nicht nur nach Schönheit. Was Männer suchen, ist ja ganz was anderes. Ne? Hast du sie wollen auch gesagt, eine Frau, die sie versteht. Sie wollen eine Frau, die ein Kumpel ist. Mein Lieblingssatz. Was Männer wirklich in der Liebe suchen, ist ein Kumpel mit Titten. Das fand ich so schön. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das war der schönste Satz. Ich muss ganz ehrlich sagen, das würde ich mir gerne im Bogen über mein Bett spritzen. Entweder ficken für den Frieden oder wahlweise... Da sticke ich dir. Ich bin dein Kumpel mit dir. Da sticke ich dir. Das finde ich ganz schön. Mhm. Ist der von dir? Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, es waren viele so Sätze in deinem Buch, deswegen sind deine Bücher sehr lustig. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin jetzt im Moment 44.
Ach so. Aber ja, dann kommt ja das Buch, gibt sein Leben nach 50 bald für dich in Frage. Ich muss mir jetzt erstmal das 40er ganz durchlesen, weil ja. Ich habe mehr an dem und, als an dem. Da muss man natürlich, muss ich sagen, an diesem Punkt des Lebens wird natürlich Figur auch immer mehr in den Mittelpunkt drücken. Ich war ja früher eine Elfe, habe zwar immer noch dieselbe Figur und man denkt, na, die sieht noch ganz gut aus, aber es macht mehr Anstrengungen. Es kam früher von selber. Leicht, easily. Und heute muss man dafür kämpfen. Und nein, das ist der Unterschied. Ne? Ich finde, der beispielsweise Unterschied ist wie bei Iris Berben. Ich will auch mal was sagen! Ja. Ja. Nein! Ich will auch mal sagen! Ich finde, das Schlimme ist, dass man merkt mit den Jahren, wie der Grundumsatz zurückgeht. Das heißt, ja. Du bleibst so, darfst aber immer weniger essen, immer natürlich, weniger. Man muss und immer, es ist im Moment so wenig, dass ich sage, nee, so möchte ich nicht leben. Das ist nicht man besonders muss immer toll. Mehr investieren, um denselben Level zu halten. Immer ist mehr schon rasieren schwierig. Und immer die zupfen. Iris Berben, ja, Iris Berben, die gilt ja als schönste reife Frau. Die sagt ja, man soll Wasser, Ananas und Ballaststoffe und Schrot essen. Aber was habe ich davon, wenn ich Wasser, Ananas, Ballaststoffe und Schrot fresse und die letzten 15 Jahre meines Lebens auf dem Klo verbringe. Ne? Ist ja auch kein Ding. Und die Judy Lind. Und Judy Winter, die hat ja im Alter von 65 Jahren angefangen, jeden Tag 10 Kilometer zu laufen. Jetzt ist sie 75 und keine Sau weiß, wo sie steckt. Ne? Also es, ich finde auch wird der dramatisch. Aufwand ist dramatisch. Ich weiß auch immer gar nicht, wie die Frauen es schaffen, so viel Zeit zu investieren. Jeden Tag stundenlang Sport und hierhin und dahin und hier zum Yoga und da. Das. Ich könnte das zeitlich überhaupt nicht schaffen. Ja, ich halte ja gar nichts von Health Food, ganz im Gegenteil. Ich brauche wie bleibst wirklich, du denn fit? Na, ich brauche alle Konservierungsstoffe, die am Markt sind. Ganz einfach. Man kann doch nicht mit 53 so toll noch in seinem Körper sein und so toll noch aussehen. Wieso? So sieht 50 heute aus. Das Essen in den Regalen stehen. Bei uns zu Hause gab es kein lebendiges Brot. Wie gesagt, die Küche war abgeschlossen. Das heißt, dann bist du auch noch aus der FDJ geflogen? Das muss ja auch eine Katastrophe gewesen sein. Nö, damals war ich schon stark genug und wusste schon, dass die nicht in der Wahrheit leben, dass die heucheln und lügen. Und, das durfte man doch nicht sagen. Na doch, ich hab mir die Freiheit genommen. Weil Wolf Biermann halt mein Stiefvater wurde, durften die Kinder sowieso nicht mehr mit mir sprechen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war es mein sehnlichster Wunsch, in die Freiheit zu gelangen, irgendwann in den Westen. Und deswegen habe ich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ich wollte ja schon gerne, dass sie mich rausschmeißen. Dann warst du schon total aggro und anti, ne? Und wolltest bis nach Polen rüber irgendwann später dann? Ich wollte über Polen nach Westdeutschland abhauen, weil ich dachte, mein reicher Onkel in Westdeutschland kann mir helfen. Zu. Aber der wollte sich mit meinem Vater nicht verscherzen und deswegen hat es nicht geklappt. Mit Vater oder Ziehvater Biermann? Mit deinem Vater? Mit meinem leiblichen Vater. Der echte Bruder von meinem leiblichen Aber Vater. Aber hat denn nicht die DDR damals schon gesagt, ey, die geht jetzt irgendwie nach Polen und dann will die rüber machen? Das wollen wir nicht. Haben die nicht schon irgendwas gemacht? Du bist ja einfach so wieder zurück dann in die DDR. Ich habe in dem Moment, wo ich in Warschau ankam, in Ostberlin angerufen und habe gesagt, hallo Mama, ich bin jetzt im Westen. Ich melde mich, wenn ich eine Wohnung gefunden habe. Tschüss! Und dann dachte ich mir, jetzt fahnden die nicht nach mir. Also du wolltest unbedingt in den Westen, 76 war es dann soweit und bist mit Wolf Biermann rüber. Hinter Wolf hinterher. Nach Hamburg, ne? Und ich bin dann nach Hamburg, über den Tränenpalast. Aber inzwischen in Ost-Berlin habe ich etwas ganz Einmaliges erlebt. Und zwar bin ich gestorben auf dem LSD-Trip und habe Gott um Hilfe gerufen. Aber das war doch in Amsterdam? Nein, das war in Ost-Berlin. Ich war 17 Jahre alt. Und seit diesem Tag renne ich rum in Ost-Berlin und erzähle jedem diese Geschichte. Und dann habe ich es allen erzählt und dann musste ich in den Westen, damit ich diese Geschichte, wie mich Gott gerettet hat aus tiefster Not, dann auch im Westen überall rum erzähle. Aber du und jetzt bin ich in Deutschland angelangt und erzähle jetzt auf meiner Lesereise jeden von dieser wunderbaren Offenbarung, die ich hatte, schon als 17-Jährige. Diese Nahtoderfahrung damals, habe ich ja gedacht, das wäre in Amsterdam gewesen, als damals der Hermann Broth, den ich jetzt mal gegoogelt habe, der ja ein geiler, scheißengeiler Sänger ja, war. Begnadet. Die Schuhe aus. Ein ganz begnadeter Rocker. Och, der war wunderbar. Der hat auch wunderbare Songs geschrieben. Und der war auch ganz ein ganz lieber Mensch und so. Und aber bei dem
wo ich nach Amsterdam kam, da wurde ja ein Film gedreht. Und ich war in dem Film mit dabei, aber da gab es Drogen, nur Drogen, Drogen, Drogen. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Wie bist du denn von deinen Drogen eigentlich immer wieder weggekommen? Richtig Entzug gemacht? Du hast doch da auch und eines Tages habe ich nur noch 45 Kilogramm gewogen nach ein paar Wochen in Amsterdam. Vertrautesten. Sammelst du irgendwas? Briefmarken, Topflappen oder Herrenschlüpfer? Ganz, ganz viel sammle ich. Ich sammle Herzen und ich sammle auch alte Stiche und ich sammle keine Porzellan-Pierrots, aber ich sammle Operettenschallplatten und natürlich Schuhe. Was kann Ihnen die Sprache verschlagen? Das will ich auch mal wissen. Ach, na, da gibt es doch ganz viele zwischenmenschliche Dinge. Ja. Jetzt mal nichts Emotionales, sondern auch mal jemand, der... Na, aber emotionale Dinge können mir die Sprache verschlagen. Und besonders liebe Dinge, liebevolle, romantische, emotionale Dinge, romantische Sachen verschlagen mir die Sprache. Welchen Mann würdest du gerne mal, würdest du gerne mal in diesem Leben unbedingt noch begegnen? Ich hätte nichts gegen George Clooney. Warum Frauen, das ist so eine leider voraussehbare Antwort immer. Ist der wirklich so scharf? Nein, aber der erfüllt ein ganz bestimmtes Klischee und beinhaltet vieles von Dingen, die ich persönlich ganz sympathisch finde. Wahrscheinlich ist es auch ein Kotzbrocken. Ne? Man kann ja nur von dem urteilen, wie er so rüberkommt, wie er sich darstellt. Viele Menschen sind ja ganz anders und wenn man die dann kennenlernt, dann ist man überrascht oder im Gegenteil. Wahrscheinlich ist es bei dem nur heiße Luft. Aber sagen wir mal, wenn er das erfüllt, was er so projiziert, dann würde er mich schon interessieren. Weißt du was, ist das nicht toll? Ich sehe jetzt schon, jetzt machen wir es einfach mal so, unseren nächsten Gast, Nina Hagen! Nina, ich habe noch ein Lied für dich. Ich wollte dich eigentlich mit einem ganz schönen Lied reinholen. Darf ich das trotzdem noch mal eben singen? Wenn ich ein Junge wäre auf einem Motorrad, ich hätte mehr Verkehr und führe durch die Stadt. Der Text stimmt nicht, ist egal. Würde in die Schwulen ziehen gehen und den hübschen Jungs die Köpfe verdrehen. Ich hätte viel mehr Verkehr, wenn ich ein Junge wär. Wenn ich ein Junge wär, das wäre wunderschön. Dann könnte ich hinter in langen Hosen gehen und käme ich abends spät nach raus. Mach mir kein Schwanzendrama daraus. Ich hätte genug Verkehr, wenn ich ein Junge wär. Desiree Nick, dann Best Dito und jetzt auch noch Nina Hagen. Home when I hear your music and thought it's like an orgasm. Really? Yes. You listen like, to the first. You listen to the first lines and then you think, yeah, it comes now. In a second. This is a orgasm or what it's like to bite into a cheeseburger. Yes. Oh. Which one? How to smoke Which one joint? Is better? Okay, Beth. Mary Beth. That's me. Yes. Will you come on the bank, on the seat here? Is there room for us? Have a little talk. Is band. It like church? Band. Don't look Gossip. Into my skirt. Is it okay? The drummer, she wants to have a little drink, yes? Yeah. Hannah wants a beer. Drink. Yeah. A beer for the drummer, ein please. Ein Bier, bitte. Ein Bier, bitte. Ein Bier, bitte, genau. You can know. Say, ein Bier, bitte. Ein Bier, bitte. Yeah, that's not so hard. Ein Bier, bitte. Ein Vase, bitte. Do you drink beer? Nein. Nein? Nein, danke. What are you drinking? Wasser, bitte. Water? Yeah. Always, all the time? Mit Gas. Ever? No, I like whiskey. Yes, in the morning? And in the morning? No. Oh, just in the morning. I like to get really wasted, and so by the time the night rolls around, I'm hungover. Oh, we can put this away. Mary Beth. That's me. I've sweat as you sweat in this moment, but you shit on it, okay? yeah, I don't care. If you don't care, I don't care. Ah, that's great. Thank you. Oh, yeah. Yeah. And then when I said, do you know something? Gossip is coming in my show. Everybody said, no! Gossip!
gossip. You have to ask her. And then I did a little book because they I'm excited. Asked, don't get me beat up. Okay, most of the time comes the question, do you have a girlfriend? Yes, she's here. She's here? Yes, she is here tonight. Let's see. Oh, hello. We can say hello. You can have a beer with us. Hello. Hello. What's your name? What's your name? Kristen. Kristen. Hey, so I thought that you always have to stay at home and waiting for her. Oh, no. No, you go with her on tour. Yeah, yeah, and I help her. Since how long do you stay together? We've only been together a little bit. Yeah. Okay, all the girls in Germany would say, oh no, another girlfriend, oh no. Oh no, surely not. I look like I'm crying, but I'm like, God, Kristen, I love you so much. And you bought a house in Portland. It sounds a bit spießig. Was ist ein Wort für spießig? Spießig? Common, common. Yeah, very common. Yes? Yeah, I'm not rich. Oh, like you. She was asking me whether I'm rich. She's asking everybody. Yeah, she always thinks she gets you know so rich. She wants to marry rich. She's trying to marry rich. Why? She's looking for somebody with money, I suppose. Yeah, I know. Watch out. She was asking me. Help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Lord, help me smile another smile, just one more smile. You know I just can't make it on my own. I thought that I could get by myself, but now I know I just can't take it anymore. And with a humble heart on a bended knee, I'm begging you, please, Lord, help me. Come down from your golden throne to me, to lonely me. I need to feel the touch of your tender hand, yeah, yeah. Remove the chains of darkness, Lord, let me see, oh, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself, but now I know I just can't take it anymore. With a humble heart on a bended knee, I'm begging you, please, Lord, help me. And with a humble heart on a bended knee, I'm begging you, please, Lord, help me. Nina Hagen! The one and only Nina Hagen! And Nina! Ihr Lieben. Au. Thank you, guys. Thank you, Elvis. Wenn man das mal überlegt, Nina, diese Musik, die wir jetzt so gerade machen, wenn ich das überlege mit deiner früheren Punk-Zeit, wie du dich musikalisch. Punk. Yes, und ich habe James Brown auf dem Tonband aufgenommen, aus dem Radio. Und ich habe die nachgemacht. Ich habe Janis Joplin aufgenommen. Ich habe das mit Lautschrift abgeschrieben, was die gesungen haben, weil ich konnte ja noch kein Englisch. Ich hab ja nur Russisch in der Schule gehabt. Und so habe ich singen gelernt, dass ich meine Lieblingssänger mit denen einfach mitgesungen habe. Und genauso mache ich es heute auch. Du bist ja so wahnsinnig gläubig. Hast du mal überlegt, ins richtige wahnsinnig Kloster? Gläubig. Da ist ja toll. Aber ins Kloster zu gehen und die Welt ist mein Kloster. Ja. Ja. Ich war mal in einem Kloster und habe Novizen da besucht. Und das hat mich so begeistert, dass ich
einen Tag lang, und ein Tag kann lang sein, unbedingt ins Kloster wollte, weil die einfach auf alles verzichten. Die verzichten auf Haare färben, Haare waschen, anmalen. Haare waschen? Naja, die haben Haare färben. Nee, anders, ich meine Haare, nein, Moment, Haare färben. Im Kloster ist schminken. Was los. Haben sich so von allem abgewandt und die waren einfach in sich so geruht. Und dann war für mich so die Frage, ob die nicht eifersüchtig sind. Die lieben ja alle Jesus, du ja auch, ne? Und die auch. Naja, aber wir lieben alle den lieben Gott. Wie auch immer die Menschen den, einen Namen für Gott haben. Ja. Aber ist es denn wirklich so, dass du sagst, du willst nie wieder einen quasi menschlich-weltlichen Mann haben, der aus Fleisch und Blut ist, sondern Jesus ist dein Mann in deinem Leben? Never have sex again. Pass mal auf. Nee. Körperlich Sex meine ich so. Nein, brauche ich nicht. Nein, danke. können wir uns nicht darauf einigen, dass wir alle richtig happy sind, wenn wir in der Liebe baden? Hello, can I hear something? Kommst du mit hier rauf? Kommst du auch mit hier rauf, Daisy? Oh, bitte. Nina? Ja. Baby? Würdest du dich mit dem Hintern da ansetzen und ich mich da und Desiree da und wir machen noch ein wenig Fragen? Freilich. Oh, jetzt habe ich deinen Haufen hier gerade. Gitarren statt Knarren. Kommst du hier rauf? Well. So habe ich mir es gedacht, wie drei Hühnchen auf der Stange. Okay. Dass wir hier so sitzen. Schwupps. Ich hoffe jetzt, ich habe hier den richtigen Haufen gerade, aber das glaube ich schon. Ja, genau. Oh, toll. Ja. Du, jetzt haben die Leute ein bisschen Fragen für dich aufgeschrieben. Nina, würdest du eigentlich manchmal auch einfach einen Tweetbläser und eine Bluse anziehen? Ja, habe ich auch bestimmt mal gemacht, wo ich meinen Sohn von der Schule abgeholt habe. Da warst du auch verkleidet, ne? Ja. Da dachten ja alle, die kommt heute verkleidet. Ja, ne? Ja, weil mein Sohn. Da zählt jedes Jahr. Aber du hast doch irgendwie. Wenn man 52 ist, dann ist man nicht Mitte 50. Aber du auch. Ich bin Anfang 50, ne? Anfang 50. Aber man findet einmal, dass du 56 bist, dann finde ich das irgendwo, dass du... Das hast du nirgends gelesen. Da reiche ich sofort Klage ein. Ich habe gelesen 56, 53, 49. Was stimmt denn jetzt? Ja, es kommt drauf an, wie alt die Zeitung ist, in der du nachgekommen bist. Ja, es war immer so rumgegoogelt, weißt du? Ist doch eh alles scheißegal. Nein, ich bitte dich, wenn jedes Jahr 15 Monate hätte gesetzt den Fall, dann wäre ich 35, ne? Sag ich mir immer, sag ich mir immer. Ich finde, das sieht so lustig aus, was du da strickst. Ich schmeiß mich weg. Guck mal, ist das wirklich ernst? Ja, ist das? Das wird ein Mantel. Tja, man muss ja mal anfangen. Du, was Frauen von Männern lernen können, außerdem sagst du noch, Männer würden ihre Figur nie zum Lebensinhalt machen. Findest du nicht, dass sich das auch ein bisschen geändert hat? Ich finde, die Männer sind total eitel geworden, was dick und dünn sein und so angeht. Ja, durch die Metrosexualität. Das liegt auch am Fußball. Also, weißt du, weil ich glaube, nein, echt, weil solche Typen wie David Beckham... Sag ruhig Tüten. Nein, David Beckham oder der Ronaldo, ne? Die leben natürlich ein Männerbild vor, was sich dann die Leute natürlich auch so, was die Leute animiert. Man weiß ja manchmal wirklich heute nicht mehr, wenn da Leute übers Spielfeld rennen, ob das jetzt der Sanitäter ist oder der Stylist. Aber ne? Wer will denn einen, ganz ehrlich, wer will denn einen Ronaldo im Bett haben? Ach, der ist doch niedlich. Ich finde, ja, zum Angucken ist er erstmal Figo ganz niedlich. Figo zum Beispiel. Ballerköchchen. Ja, aber siehst du, diese Fußballhelden, die ja heute sehr eitel sind, mit ihren Hairstyling, ne? Also man kann ja manchmal wirklich die Spieler nicht von der eigenen Spielerfrau unterscheiden, ja? Strähnchen wie Lassie, geföhnt bis zum geht nicht mehr. Treten bei Regenwetter gar nicht mehr an, aus Angst, dass der Kajal verläuft. Und es ist, haben Ohrringe, da hätte man früher gesagt, sind Tunden. So, der war schön, ich möchte bitte wieder doch ein Bier haben. Ich krieg das nicht runter, Frau Müller. Ist das nicht auch sehr strong gerade? Der Aperol? Schmeckt eher wie Aperol mit einem Spritzer-Dings drin, aber das ist schon, ist mir zu stark. Ich lasse es mal als Geschmackskorrigenz da so stehen. Und geht auch wieder sehr aufs hanseatische Bier zurück, bitte. Hui.
macht auch betrunkener als mein Bier, merke ich. Fühlst du dich betrunken? Irgendwie. Ja, auch ich brauche eigentlich keinen Alkohol, um gut drauf zu kommen. Ich stehe nur auf körpereigene Sekrete. Du hattest noch eine Rubrik, was ich auch ganz toll. Dankeschön. Oh. Tägliches Thema. Das habe ich erst hinterher gemerkt, dass Leute sowas dann Bildungsbürgertum nennen oder die kommt aus einem gebildeten Hause. Also für mich war das alles Normalität. Was anderes gab es gar nicht. Ja? Das ist wie wenn man zu so einer Artistenfamilie sagt, die immer irgendwie als Schlangenmenschen leben. Mensch, du bist ja gelenkig. Du bist wie ein Hörbuch. So. Man könnte jetzt einfach so stricken und einfach zuhören. Das ist toll. Aber deine Mutter, du sagst, sie war Schauspielerin, die hat doch für dich ihren Schauspielerjob aufgegeben. Ja. Und wurde dann, irgendwas, was wurde die denn da noch? Die war dann bei der Deutschen Post, die war Beamtin. Das ist dann die, zur Post gegangen. Ja, aber die ist, war die nicht geknickt fürs Leben, dass sie dann eine Postliesel wurde, nachdem sie eine Schauspielerin wurde? Und du lässt jetzt hier lange raushängen und die, sie ging für dich zur Post. Die fand das, ja, das war so die Version, die man dann, in, wenn das Mädel das Zimmer mal nicht aufgeräumt hat oder frech wurde, erzählt. Ja. Ne? Aber eigentlich war es auch nicht ganz so. Denn ich will mal sagen, weil wir hier unter uns sind. Ne? So gute Schauspielerin war sie auch nicht. Ich würde mal sagen, ein Mensch, der ohne seinen Job nicht leben kann, der macht das nicht. Für den ist das keine Option. Aber weißt du, wenn du die See liebst, ne? Wenn du die See liebst und du wirst da immer nass, ne? Und das ist immer scheiß kalt und da ist immer Schietwetter und dann kommen auch keine Fische mehr und du kriegst ja nur ein paar Kröten für die Fische und alles geht zurück. Wenn du sie liebst, gibst du den Job nicht auf. Okay, weißt du, was aber, ich meine? Ja, wenn man etwas liebt, Mama, wenn ich feier deinen Job! Mach den Gedanken noch zu Ende. Okay, mach den Gedanken zu Ende. Ich möchte sagen, wenn man etwas liebt, dann sagt man sich über die Malesen oder die Narben oder die Wunden oder die Schmerzen, die man davon trägt, einfach, das gehört dazu. Ist so wie in der Musik. Okay. Wenn du vollkommen unmusikalisch bist, wirst du niemals die Schönheit einer Bachsonate begreifen. Verstehst du, was ich sagen will? Jetzt immer machen? Solange bis du alles gesagt hast, dann darf ich ganz kurz so machen, dann darf ich die nächste Frage stellen. Ja, aber ist hier eine Talkshow oder ist es eine Schweigeshow? Aber die geht natürlich auch nur eine Stunde. Also, dass ich nur eine geht Wunde. Natürlich auch nur eine Stunde. Also, ich muss hier mal sagen, dass sich eine wundert in einer Talkshow, dass der Gast spricht. Ne? Das ist ja auch eine ganz neue Dimension. Du, ich will eigentlich mit dir ein bisschen auf deine Bücher kommen, die mich extrem amüsiert haben. Du hast, glaube ich, 3 oder 4 mittlerweile schon geschrieben. Und eins bin ich sehr hängen geblieben und habe das in der Wanne durchgelesen, weil das so super war. Das mit dem, was unsere Mütter uns nicht erzählt haben, heißt das so, so was ähnlich. Was unsere Mütter uns verschwiegen haben. Ja, war ein Bestseller. Mein erster war, gibt's ein Leben nach 40. Gibt's eins? Wenn's keins gäbe, wäre das Buch ein schmales Heft. Und wir wären beide nicht mehr da. Ja, und rat mal, was sich irgendwann ergeben, nachdem du dann, glaube ich, aus London wieder da warst. Ja, mein Stiefvater war Philosophieprofessor, ne? Und da war eigentlich die Geisteswissenschaft, war in unserem Haushalt eigentlich ein tagtägliches Thema, ne? Ja. Und da war das ganz natürlich, dass man sich diesen Dingen widmet. Und meine Mutter war ja Schauspielerin. Ja. Und da war auch das Theater und die Kultur eigentlich auch ein ganz alltägliches Thema. Das habe ich erst hinterher gemerkt, dass Leute sowas dann Bildungsbürgertum nennen oder die kommt aus einem gebildeten Hause. Also für mich war das alles Normalität. Was anderes gab es gar nicht. Ja? Das ist wie wenn man zu so einer Artistenfamilie sagt, die immer irgendwie als Schlangenmenschen leben. Mensch, du bist ja gelenkig. Du bist wie ein Hörbuch. So. Man könnte jetzt einfach so stricken und einfach zu. Das ist toll. Aber deine Mutter, du sagst, sie war Schauspielerin, die hat doch für dich ihren Schauspielerjob aufgegeben und wurde dann, irgendwas, was wurde die denn da noch? Die war dann bei der Deutschen Post, die war Beamtin. Das ist dann zur Post gegangen. Ja, aber war sie nicht geknickt fürs Leben, dass sie dann eine Postliesel wurde, nachdem sie eine Schauspielerin wurde? Und du lässt jetzt hier lange raushängen und sie ging für dich zur Post. Die fand das, ja, das war so die Version, die man dann in, wenn das Mädel das Zimmer mal nicht aufgeräumt hat oder frech wurde, erzählt. Ja. Ne? Aber eigentlich war es auch nicht ganz so. Denn ich will mal sagen, weil wir hier unter uns sind. Ne? So gute Schauspielerin war sie auch nicht. Ich würde mal sagen, ein Mensch, der ohne seinen Job nicht leben kann, der macht das nicht.
Für den ist das keine Option. Aber weißt du, wenn du die See liebst, ne? Wenn du die See liebst und du wirst da immer nass, ne? Und das ist immer scheiß kalt und da ist immer Schietwetter und dann kommen auch keine Fische mehr und du kriegst ja nur ein paar Kröten für die Fische und alles geht zurück. Wenn du sie liebst, gibst du den Job nicht auf. Okay, weißt du, was aber, ich meine? Ja, wenn man Ich möchte sagen, wenn man etwas liebt, dann sagt man sich über die Malaisen oder die Narben oder die Wunden oder die Schmerzen, die man davon trägt, einfach, das gehört dazu. Ist so wie in der Musik. Okay. Wenn du vollkommen unmusikalisch bist, wirst du niemals die Schönheit einer Bandsonate begreifen. Verstehst du, weißt was ich sage? Jetzt immer machen? Solange bis du alles gesagt hast, dann darf ich ganz kurz so machen, dann darf ich die nächste Frage stellen. Ja, aber ist hier eine Talkshow? Ja, oder ist das eine Schweigeshow? Aber die geht natürlich auch nur eine Stunde. Also, dass ich nur eine geht Wunder. Natürlich auch nur eine Stunde. Also, ich muss dir mal sagen, dass sich eine wundert in einer Talkshow, dass der Gast spricht. Ne? Das ist ja auch eine ganz neue Dimension. Du, ich will eigentlich mit dir ein bisschen auf deine Bücher kommen, die mich extrem amüsiert haben. I need to feel the touch of your jacket, yeah, yeah. Remove the chains of darkness, look at me see, oh let me see. Where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just don't take it anymore. With a humble heart on a bended knee, I'm begging you, please help me. And with a humble heart on a bended knee, I'm begging you, please, Lord, help me. Nina Hagen! The one and only Nina Hagen! And Nina! Ihr Lieben. Thank you, guys. Thank you, Elvis. Wenn man das mal überlegt, Nina, diese Musik, die wir jetzt so gerade machen, wenn ich das überlege mit deiner früheren Punk-Zeit, wie du dich musikalisch. Yes, it's a bit gospel punk. I did with the Leipzig Big Band Traditional American Jazz because with the Berliner Capital Dance Orchestra Traditional American and German Swing. I'm a singer without the gospel. It's like a singer without a voice. Ja, dann setzen wir uns mal wieder auf die Bank. I can hear amen to that. Wenn ihr Fragen an Nina habt, schön auf die Bierdeckel schreiben. Wir sammeln es gleich wieder ein und fragen uns dann weiter. Deine Stimme ist ja echt ein Phänomen, ne? Ja, ich war die immer schon so ein Phänomen? War die mit 12 auch schon so ganz tief? Und nein, aber ich habe als kleines, also als junges Kind noch, unheimlich gerne andere Sänger nachgemacht. Das war quasi Teil von meiner Schule. Ich habe zum Beispiel John Baez, so toll gefunden immer. Die amerikanische Friedensprotestsängerin. Und die habe ich nachgemacht. Und ich habe James Brown auf dem Tonband aufgenommen, aus dem Radio. Und ich habe die nachgemacht. Ich habe Janis Joplin aufgenommen. Ich habe das mit Lautschrift abgeschrieben, was die gesungen haben. Weil ich konnte ja noch kein Englisch. Ich hab ja nur Russisch in der Schule gehabt. Und so habe ich singen gelernt, dass ich meine Lieblingssänger mit denen einfach mitgesungen. Was Frauen von Männern lernen können, außerdem sagst du noch, Männer würden ihre Figur nie zum Lebensinhalt machen. Findest du nicht, dass sich das auch ein bisschen geändert hat? Ich finde, die Männer sind total eitel geworden, was dick und dünn sein und so angeht. Ja, durch die Metrosexualität. Das liegt auch am Fußball.
Also weißt du, weil ich glaube, nein, echt, weil solche Typen wie David Beckham. Sag ruhig Tüten. Nein, David Beckham oder der Ronaldo, ne? Die leben natürlich ein Männerbild vor, was sich dann die Leute natürlich auch so, was die Leute animiert. Man weiß ja manchmal wirklich heute nicht mehr, wenn da Leute übers Spielfeld rennen, ob das jetzt der Sanitäter ist oder der Stylist. Aber ne? Wer will denn einen, ganz ehrlich, wer will denn einen Ronaldo im Bett haben? Ach, der wird ist doch Mädels. Niedlich. Ich finde, zum Angucken ist er erstmal Figo ganz Figo zum Beispiel. Ballerköchchen. Ja, aber siehst du, diese Fußballhelden, die ja heute sehr eitel sind, mit ihren Hairstyling, ne? Also man kann ja manchmal wirklich die Spieler nicht von der eigenen Spielerfrau unterscheiden, ja? Strähnchen wie Lassie, geföhnt bis zum geht nicht mehr. Treten bei Regenwetter gar nicht mehr an, aus Angst, dass der Kajal verläuft. Und es ist, haben Ohrringe, da hätte man früher gesagt, sind Tunden. So, der war schön, ich möchte bitte wieder doch ein Bier haben. Ich krieg das nicht runter, Frau Müller. Ist das nicht auch sehr strong gerade? Der Aperol? Schmeckt eher wie Aperol mit einem Spritzer Dings drin, aber das ist schon, ist mir zu stark. Ich lasse es mal als Geschmackskorrigenz da so stehen. Goh. Und geht auch wieder sehr aufs hanseatische Bier zurück, bitte. Hui. Macht auch betrunkener als mein Bier, merke ich. Fühlst du dich betrunken? Irgendwie. Ja, auch ich brauche eigentlich keinen Alkohol, um gut drauf zu kommen. Ich stehe nur auf körpereigene Sekrete. Hey, du hattest noch eine Rubrik, in was ich auch ganz... Dankeschön. Oh. Du hattest noch die Rubrik drin, die 10 größten Lügen zum Thema Liebe. Aha, was ich auch was total. Ich denn da ja, das sage ich dir mal so ein bisschen. Aber ein Punkt zum Beispiel: junge, schöne Frauen haben mehr Chancen. Als? Ja, das ist ja die größte Lüge als? Überhaupt. Ne? Als wer? Naja, wenn man sich als, nun mal beispielsweise... Nicht schöne? Nein, aber es geht ja nicht nur nach Schönheit. Was Männer suchen, ist ja ganz was anderes. Ne? Hast sie du wollen auch gesagt, eine Frau, die sie versteht. Sie wollen eine Frau, die ein Kumpel ist. Mein Lieblingssatz. Was Männer wirklich in der Liebe suchen, ist ein Kumpel mit Titten. Das fand ich so schön. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das war der schönste Satz. Ich muss ganz ehrlich sagen, das würde ich mir gerne im Bogen über mein Bett spritzen. Entweder ficken für den Frieden oder wahlweise... Da stecke ich dir. Dieser wunderbaren Offenbarung, die ich hatte, schon als 17-Jährige. Diese Nahtoderfahrung damals, habe ich ja gedacht, das wäre in Amsterdam gewesen, als damals der Hermann Broth, den ich jetzt mal gegoogelt habe, der ja ein geiler, scheißengeiler Sänger war. Das sieht mir ja die Schuhe aus. Ein ganz begnadeter Rocker. Auch der war wunderbar. Der hat auch wunderbare Songs geschrieben. Und der war auch ganz ein ganz lieber Mensch und so. Und, aber bei dem, wo ich nach Amsterdam kam, da wurde ja ein Film gedreht. Und ich war in dem Film mit dabei, aber da gab es Drogen, nur Drogen, Drogen, Drogen. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Wie bist du denn von deinen Drogen eigentlich immer wieder weggekommen? Richtig Entzug gemacht? Du hast doch da auch und eines Tages habe ich nur noch 45 Kilogramm gewogen nach ein paar Wochen in Amsterdam. Und ich habe ganz furchtbare, schizophrene Stimmen in meinem Kopf gehört. Und mir ging es so beschissen wie noch nie. Und da habe ich eine ganze Nacht lang durchgebetet und Gott um Hilfe angefleht. Mit meinen Freunden zusammen in so einem besetzten Haus in Amsterdam. Und als ich am nächsten Morgen ohne diese beschissenen Kokaingeister in meinem Kopf wieder frei aufwachte, in der Freiheit, ohne mehr. Und da habe ich dem lieben Gott versprochen, ich fasse das Zeug nie wieder an. Wo warst du denn karrieretechnisch eigentlich, als du in Amsterdam durch warst? Ich finde, wir sollten mal für diesen Drogenentzug noch mal einen Applaus machen. Und mit Gott um Hilfe rufen. Ja, mit aber Gottes Hilfe. Wo warst du denn damals so karrieretechnisch? Na, ich habe diesen Film dort mitgemacht und ich habe den Vater von meiner wunderbaren Tochter dort kennengelernt. Der war denn der Gitarrist bei Hermann Broth, ne? Nein, der war ein freier Gitarrist, der war auch immer bei Hermann Broth in der Band. Okay. Der war auch in anderen Bands und der war ein wunderbarer Singer-Songwriter und ein... ein ganz begnadeter Gitarrist. Und der hat bei mir vorgespielt und der ist in meine neue Band reingekommen. Wir haben eine Band gegründet, uns verliebt bis über alle beide Seelenohren. Und dann habe ich festgestellt, dass der Ferdinand
drogenkrank ist, dass er süchtig nach Heroin ist. Und da habe ich alles in, alle Hebel in Bewegung gesetzt und haben versucht, ihm zu helfen. Und ja. Nicht geklappt. Es hat kurz geklappt. Er war clean für fast ein Dreivierteljahr. Und dann hat er leider in New York City im Chelsea Hotel, diesem berühmten, berüchtigten Chelsea Hotel, mit der deutschen Sängerin Nico, ist er wieder rückfällig geworden und hat sich wieder voll gepumpt. Und das war für dich denn auch mal Punkt, dann das, das zu beenden? Du warst nein, schwanger, ich habe immer noch Cosma, weiter gehofft, ihm zu helfen. Aber ich war schwanger mit Cosma und er kam dann erst kurz bevor Cosma auf die Welt kam nach L.A. Er war die Zwischenzeit dann in Europa, weil ich habe das nicht ausgehalten mit dem Junkie. Cosma! Cosma! Dankeschön, danke. Dankeschön. When you start with the refrain, I always said at home when I hear your music and thought it's like an orgasm. Really? Yes. You listen like, to the first. You listen to the first lines and then you think, yeah, it comes now. In a second. Orgasm, or what it's like to bite into a cheeseburger. Yes. Oh. Which one? Oh, to smoke which a one joint? Is better? Okay, Beth. Mary Beth. That's me. Yes. Will you come on the bank, on the seat here? Is there room for us? Have a little talk. Is band. That like church? Band. Don't look was into it? My skirt. Is it okay? The drummer, she wants to have a little drink, yes? Yeah. Hannah wants a beer. Drink. Yeah. A beer for the drummer, ein please. Ein Bier haben bitte? Ein Bier bitte. Ein Bier bitte, genau. I don't know. You can say, ein Bier bitte. Ein Bier bitte. Yeah, that's not so hard. Ein Bier bitte. Ein Vase bitte. Do you drink beer? Nein. Nein? Nein, danke. What are you drinking? Wasser bitte. Water? Yeah. Always, all the time? Mit Gas. Ever? No, I like whiskey. Yes, in the morning? In the morning? No. Oh, just in the morning. I like to get really wasted, and so by the time the night rolls around, I'm hungover. Oh, we can put this away. Mary Beth. That's me. I've sweat as you sweat in this moment, but you shit on it, okay? yeah, I don't care. If you don't care, I don't care. Oh, that's great. Thank you. Oh, yeah. Yeah. And then when I said, do you know something? Gossip is coming in my show. Everybody said, no! Gossip! You have to ask her. And then I did a little book because they I'm excited. So don't get me beat up. Okay, most of the time came the question, do you have a girlfriend? Yes, she's here. She's here? Yes, she is here tonight. They don't let's see. Oh, hello. We can say hello. You can have a beer with us. Hello. Hello. What's your name? What's your name? Kristen. 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 Hey, so I thought that you always have to stay at home and waiting for her. Oh, no. No, you go with her on tour. Yeah, yeah, and I help her. Since how long do you stay together? We've only been together a little bit. Yeah. Okay, all the girls in Germany would say, oh no, another girlfriend, oh no. No, surely not. I look like I'm crying, but I'm like, God, Kristen, I love you so much. And you bought a house in Portland. It sounds a bit spießig. Was ist ein Wort für spießig? Spießig? Common. Yeah, very common. Yes? Yeah, I'm not rich.